Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sitze jetzt hier auf der Treppe und warte schon seit einiger Zeit auf Justine, dass wir die Sachen ins Auto packen können. Und dann geht es ja für uns weiter. Wir gehen erst noch nach Tulum Town, weil sie da noch einen Talk hat. Und danach geht es nach Playa in unser eigenes Apartment. Und ich filme heute ein bisschen mit. Ich weiß noch nicht, ob es sinnvoll ist, aber heute ist Karneval in Playa. Und es gibt ja das Gerücht, dass die Black Eyed Peas auftreten. Und wir wissen aber immer noch nicht ganz genau, stimmt es nicht. Ich habe jetzt auch wieder mit welchen geschrieben, die gesagt haben, ja, sie haben das Gerücht auch gehört. Andere sagen, nee, Quatsch, das ist nur ein Gerücht. Oder teilweise haben die Leute auch gar nichts davon gehört. Es ist ein bisschen spannend. Deshalb nehme ich euch jetzt einfach mal mit, auch wenn es nicht stattfindet. Ihr seht mal, wie das ist mit dem Apartment einchecken, unser neues Apartment. Wieder zurückkommen nach Playa, über was ich mich übrigens sehr, sehr freue und alles. Und ja, ich filme einfach mal mit. Mal schauen, ob es interessant wird oder nicht. Genau. Ja, ihr Lieben, ich sitze jetzt hier gerade am Pool ganz allein. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist nämlich sehr, 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 sehr windig heute. Für uns schon recht kalt mit 25 Grad. Und ja, die Aussicht habe ich euch ja schon gezeigt. Ist einfach wunderschön hier, oder? Und ja, es ist schon der letzte Tag und ich muss sagen, man sieht es, es ist traumhaft, es ist wunderschön, aber ich freue mich wieder auf Playa. Irgendwie bin ich froh, dass ich hier mit Justine bin und nicht alleine. Boah, ich hoffe echt, ihr versteht mich, es ist so windig. Weil es super schwer ist, hier Kontakte zu knüpfen. Gerade ich bin jetzt ja nicht so das Party-Girl, ich bin vielleicht auch nicht so dieses typische Tuluminati-Vibe-Girl, sage ich jetzt mal. Also ich liebe diesen Hippie-Vibe und diesen Boho-Vibe, aber es ist vielleicht trotzdem nicht jetzt hundertprozentig meins. Und mir fällt es in meinem Raum, wir sind in getrennten Räumen, Justine und ich, und mir fällt es mega schwer, Kontakte zu knüpfen, also uns ihr auch. Also wir haben eigentlich kaum Anschluss gefunden, ich fühle mich in meinem Raum nicht so wirklich wohl. Auch hier sitzt man eher so alleine, und das ist jetzt für die paar Tage okay, ich wollte sowieso relaxen, ein bisschen mich mit mir selber beschäftigen, so, dafür ist es ideal. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt allein herkommen wollen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur eine blöde Zeit ist, ob es an uns liegt, aber auf jeden Fall ist es echt schwer, Anschluss zu kriegen. Und ich bin halt auch nicht so der Chiller. Also mir fällt es halt voll schwer, irgendwie jetzt tagelang nur am Strand zu chillen oder am Pool zu chillen. Ich bin nicht so der Mensch dafür. Von dem her ist es super schön, aber es reichen eigentlich 2-3 Tage, um so ein bisschen aus dem Playa-Ding rauszukommen. Und so ruhig ist es ja auch nicht wirklich. Ne? Also ich meine, hier ist auch viel Party, hier ist auch viel Bum, Bum, Bum. Wir sind ja auch in der Nähe vom Beach Club. Ja, also das ist so ein bisschen unser Fazit. Aber ist natürlich jammer noch vom Niveau. Aber trotzdem wollen wir es einfach sagen, dass wir uns nicht 1000% hier angekommen fühlen. Einfach von den Menschen her. Genau. Hier ist Justine in Action hier. Wir machen jetzt gleich noch einen kurzen Talk. Und dann gehen wir runter in die Stadt, was essen. Und genau, dann geht's nach Hause. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Aber ich freue mich, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das mit diesem Black Eyed Peas Zeug funktioniert. Was ist denn deine Einschätzung? Ja oder nein? Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube es irgendwie auch nicht. Ich habe jetzt gerade eine Liste bekommen mit Karnevalterminen heute. Und da steht irgendwas um 10 Uhr ein Konzert mit Mario Bautista oder sowas. Nichts von Black Eyed Peas. Aber wir haben noch einen Kontakt, der so ein bisschen im Orga-Team ist. Das müssen wir uns noch anhören, was die gesagt hat. Aber es hört sich irgendwie nicht so an, es wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ne? Aber jetzt schauen wir mal. Aber ansonsten klingt es ja auch ganz cool, dass in der Fifth so ein bisschen Umzug ist und so. Mhm. Dann würde ich, glaube ich, da hingehen und würde danach dann zum Tanzen gehen. Aber ja, voll schade. Und am Morgen ist irgendwie Angeles Azules. Ich glaube, die kenne ich sogar. Das ist auch eine irgendwie bekannte spanische Band. Aber ich will aber die Black Eyed Peas haben. Ja, ich weiß. Gehen wir jetzt essen? Boah, ich frustriere. Ja, wir gehen jetzt essen. Okay. Wir packen gerade unsere Sachen in den Van und falls ihr diesen coolen Van irgendwo in Mexiko rumfahren seht, der gehört der Justine. Genau. Dann könnt ihr winken, Fotos schicken, genau, das ist eine gute Idee. Was auch immer machen. Ne, damit. Schreiben, dass ihr den Van gesehen habt. Genau. Da packen wir jetzt gerade unsere Sachen rein. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier in der Location, weil die einfach schön ist zum Fotos machen. Ja. Und dann gehen wir nachher nach Town und dann nach Hause, nach Playa. Genau, geil. So, wir fahren jetzt raus aus Tulum. Haben wir gerade mit dem Verkehr. Ja. Und sind jetzt auf dem Weg nach Downtown zum Frühstücken, Mittagessen. Genau. So, hier sieht man jetzt Tulum Town. Hier sieht man jetzt Tulum Town so ein bisschen, wo wir gerade durchfahren. Ist auch relativ viel Verkehr. Wir fahren jetzt in ein Restaurant. Aber seht ihr mal, so ein komplett anderer Vibe, viel authentischer. Achtung! Viel authentischer wie unten, finde ich. Ne? Also schon mal eine ganz andere Stimmung hier. Und es sieht so komplett anders aus wie vor 6 Jahren, wo ich das letzte Mal hier war. Hat sich auch sehr viel getan, muss ich sagen. So, wir sind jetzt hier. Hier gehen wir jetzt essen. Auf Haverde. Das hat Justine empfohlen. Eines ihrer Lieblingsrestaurants. Jetzt schauen wir mal. Genau. Hunger, du auch? Ja, voll. Justine hat gesagt, die sind hier sehr streng. Wir kriegen jetzt hier nicht mehr das Frühstücksmenü, nur noch das herbe, das ist nur Getränke. Ah, wir haben nur Getränke gekriegt.
hier. Ah, schau mal. Wer gucken kann, ist klein vorstellen. Genau, dass der Sayuno wirklich nur bis 12 ist und die da wirklich auch streng sind. Also Frühstück und danach gibt es dann hier andere Sachen. Von den Preisen her. Hola. No gracias. Von den Preisen her ist echt okay. Ne? Also hier hat man, glaube ich, 3 Tacos. Ja, hier gibt es Tacos, Falafel, Sandwich. Ja, also von den Preisen her mega. Also ganz. So, ich habe Tacos mit Blumenkohl. Sieht richtig lecker aus. Und das sind ja eine Buddha Bowl und einen Kaffee. Ich warte noch auf mein Getränk. Und dann kann es losgehen. So, ihr Lieben, wir standen jetzt hier ungefähr 1,5 Stunden, weil die liebe Justine hat hier einen Van-Talk gemacht. Ja, hi. Richtig interessant ist mit einer, die wir kennengelernt haben. Und jetzt fahren wir zurück nach Playa. Wir kommen jetzt ein bisschen später an, wie geplant. Also wahrscheinlich werde ich kurz in das Apartment einchecken, duschen. Und dann werden wir zum Umzug gehen, denke ich mal. Mhm. Und genau, aber jetzt fahren wir noch circa 1,5 Stunden heim wahrscheinlich. Und ja. Dann nehme ich euch mit, wegen heute Abend wissen wir immer noch nicht mehr. Wir gucken jetzt einfach, wir gehen da einfach hin. Anscheinend ist wohl klar, hat mir jetzt wieder eine geschrieben, dass definitiv irgendein Überraschungsgast kommt. Schauen wir mal. Genau. So, wir sind zurück in Playa. Hört man schon am Lärm im Hintergrund. Und genau, ich hole jetzt meine... Ich hole jetzt mein Gepäck. Mal gucken, ob wir hier wirklich parken dürfen, wo wir jetzt geparkt haben. Genau, ich hole jetzt mein Gepäck im Selina, drück mir die Daumen, dass der locker offen ist, dass einfach niemand merkt, dass ich da die ganze Zeit mein Gepäck gelagert habe. Und dann geht's weiter ins Apartment. Die Straße kennt ihr ja schon von meinen Stories. Fühlt sich einfach wieder wie zu Hause an. Da vorne ist Selina, gehe ich jetzt rein. Wie gesagt, sorry fürs Wackeln, ich muss mich gerade schon beeilen. Oh, schauen, ob mein Koffer noch da ist. Jawohl, juhu, hat alles perfekt geklappt. Perfekt. So, Justine hat mich jetzt gerade hier rausgelassen. Wie ihr seht, das ist unsere Unterkunft. Und ich werde jetzt gleich abgeholt von der lieben Lucia. Ich muss jetzt warten, bis sie mir die Tür aufmacht. Ich bin hier vollgepackt. Und ja, bin ich gleich zu Hause. So, die liebe Lucia. Hallo. Hat gerade die Tür aufgemacht und wir sind jetzt angekommen. Und ich bin so froh, dass ich jetzt endlich angekommen bin. Oh, unser Reich. Ups. Voll schön, oder? Küche. Also wir gehen jetzt nicht zu dem Konzert. Anscheinend war das wirklich fake. Haben jetzt mehrere Leute gesagt, wir gehen jetzt nicht hin. Ich gehe stattdessen heute Abend wieder tanzen. Also das war es jetzt von dem Tag. Aber seht ihr mal, wie krass sich Fake verbreiten kann, oder? Wie alle Leute das glauben und denken, da passiert jetzt was mega krasses. Ja, so schnell kann es gehen.